Ja, hallo zurück bei Unity. Wir haben ja das letzte Mal herausgefunden, dass die Elise hier in so einen Hinterhalt, Templer-Hinterhalt, gelockt werden soll. Und das spielen wir jetzt. Elise? Elise! Elise! Verdammt! Wie war das? Hotel Voisin? Merde! Ah, toll. So, hier muss irgendwo sein. Machen wir einfach direkt. Später. Okay, und verteidigen. Den da drüben noch. Okay, Abflug, oder? Ich dachte schon. Was geht hier vor? Wo ist Monsieur Lafrenière? Er ist tot. Was? Lauf, ich erkläre dich später. Die können ja super treffen. Gib Gas! Schneller. So, ist die Dame in so ein Labyrinth hier reingelaufen oder was? Na toll. Nicht drüber, drunter. Der da ist uns im Weg. Sollen wir? Los! Komm zurück und kämpfe! Was ist? Ich weiß nicht, wie wir wieder rauskommen. Ich klettere hoch und sehe mich um. Gute Idee. Was kann man hier sehen? Jede Menge Typen. Ah, geheimes Geheimzeichen. Gib es zu. Nein. Da hinten raus, oder? Also hier eigentlich lang. Darüber, darauf. Ist eigentlich kurz. Also quasi da durch die Tür. Wenn man die Tür knacken kann. Nein, können wir nicht. Okay. Dann einen anderen Weg. Gehen wir halt hier raus. Wie kommen wir hier wieder raus? Wir kommen halt mit. Lass sie nicht entwischen! Ah, die kommt mit. Okay. Da waren die Typen, wo wir eigentlich hin wollen. Irgendeine Idee? Klar. Mit Easy Chill. Hier lang, ne? Wow, da ist voll. Irgendeine Idee? Der steht hier bei mir. Oh, shit. Komm her! Okay, und die zwei Mäuschen stehen hinter der Hecke. Okay, müssen wir doch nochmal. Ja, ich weiß. Ich habe mich verlaufen. Bla bla. Hier geht's nicht weiter. Du hast dich verlaufen. Nein! Bleib doch mal locker, ey. Hier
Hier müssen die doch jetzt irgendwo sein. Ah, da vorne stehen sie. Aber da muss ich eigentlich gar nicht mehr lang, weil wir wollten ja hier lang und dann darauf, oder? Genau, gehen wir doch hier schön die Treppe hoch. Bist du dabei? Wo lang? Endlich, ja, hier lang. Zwei von ihnen voraus. Du übernimmst den, ich nehme seinen Freund. Okay. Sind die beide kaputt? Okay, und raus. Wo geht's lang? Immer der Dame hinterher. Soweit gut, aber vor uns ist noch eine größere Gruppe. Hast du eine junge Frau hier lang? So, wo ist man dann? Oh, hier, noch ein paar. Und Rauch wie der Rauchbombe ist alles einfach. Bam. Oh, sorry. Wir haben auch die Familie. Weiter, komm. Schützen. Ich sehe sie. Schützen. Vielleicht hast du von Alter, der ist kein Schütze. Voll ins Kopfsteinpflaster gestochen. So, auf geht's. Schützen. So, vielleicht mal hochklettern. Ja, oui, oui. Eine Frau. Eine wunderschöne Frau. Hola. Das ist Nummer 1. Da drüben ist Nummer 2. Komm, kletter rauf, Äffchen. Hm. Sie können nicht weit sein. Findet sie. Geh schon. Ich lenke sie ab. Vertrau mir. Triff mich morgen im Café Theater. Dann erkläre ich alles. Du spinnst. Ich werde da sein. Ich könnte mich verspäten. Ja, okay. Da gehe ich jetzt auch kein Risiko ein. Lanzenträger total übel, ne? Und hier diese Hackeball-Jungs sind auch übel. Okay. Gut, da wir eh zum Café müssen, können wir da auch gleich die Pesetas abholen, denke ich mal. Machen wir crazy Schnellreise hin. Mal gucken, wo. Boah, ist die Karte voll? Das ist so ätzend. Okay. So, dann mal gucken, wo Elise hier ist. Ah, ich hole erstmal ein bisschen Kohle ab. Wieder ein voller Tag. Ui. Okay. Die sitzt wahrscheinlich schön im Café. Nein, davor. Okay. Hier, genug Kundschaft da jetzt, ne? Man kann auch hier schön Theater angucken, wenn man will. Also alles tippitoppi. Hat sich gelohnt, das Aufrüsten mit jede Menge Renovierung. Okay. Schauen wir mal. Also, du warst wohl fleißig. Bei der Suche nach dem Mörder deines Vaters? Ja. Dann viel Glück. Er tötete viele meiner Mitstreiter. Die übrigen haben nun Angst und schweigen. Ich bin ihm jetzt nicht näher als vor 2 Jahren.
Ich sah ihn. Tagen des Antoniusfeuers. Was? Gab es keine solche Häufung von Brotvergiftung Wann? Mehr. Wo finde ich ihn? Ich halte das für keine gute das Idee. Nicht gefallen lassen. Er will deinen Tod, Elise. Was? Du willst mich beschützen? Freunde, ich will dir helfen. Einer Heldin der Republik. Die Bruderschaft hat Ressourcen und Männer. Das kann wohl kaum dein Ernst sein. Ich traue den Assassinen nicht. Um sich dem Bataillon von Isere anzuschließen. Sie diente 3 Jahre lang heldenhaft an der Front, bis eine Verletzung sie enttarnte. Vertraust du mir? Doch selbst dann hätte sie weitergekämpft, hätte ihre Wunde es erlaubt. Ich habe mich nicht verändert, Elise. Wir alle sollten uns diese Liebe für Freiheit. Ich bin noch immer derselbe, der den Koch ablenkte, während du den Nachtisch stahlst. Derselbe, der dir über die Mauer in diesen Obstgarten mit den Hunden half. Nun gut. Bring mich zu deiner Bruderschaft. Ich höre mir das Angebot an. Angebot könnte übertrieben sein. Ist das... eine Templerin. Was hat er vor? Ehrlich. Sie sind etwas paranoid, wenn es um ihre Sicherheit geht. 2x rechts, 73 Schritte, eine Treppe herunter, nach links und dann wieder rechts. Habe ich was vergessen? Was hast du nun wieder angerichtet, Pisspot? Die Templer haben ihren Tod beschlossen. Also bringst du sie her? Die Bruderschaft hat Ressourcen und Männer. Schweig! Wie? Wen haben wir denn hier? Noch? Mein Name ist... Um Himmels Willen! Nehmt ihr diese Binde ab. Wie lächerlich. Mein Name ist Elise de la Serre. Mein Vater war François de la Serre. Großmeister des Templerordens. Ich will um eure Hilfe bitten. Fahrt fort. Mirabeau? Müssen wir diese Debatte wieder aufwärmen? Wir müssen und wir werden, Meister Kemar. Wenn ihr keinen Vorteil darin sehen könnt, dass François de la Serres Tochter an unserer Schuld steht, bange ich um unsere Zukunft. Fahrt fort, Mademoiselle de la Serre. Ah, jetzt kommt's. Ihr seid niemand, mit dem ich normalerweise verhandeln würde, Monsieur. Doch mein Vater ist tot. Und auch meine Verbündeten im Orden. Wenn meine Rache die Hilfe der Assassinen erfordert, dann ist es so. Verhandeln am Arsch! Das ist ein Trick, um uns in Sicherheit zu wiegen. Töten wir sie und schicken ihren Kopf als Warnung zurück. Belek! Genug! Offenkundig sollten wir dies unter uns ausdiskutieren. Entschuldigt uns, Mademoiselle de la Serre. Natürlich. Arnaud, vielleicht begleitest du sie. Ihr beide habt sicher viel zu besprechen. Wie geht es dir, Arnaud? Das lief etwa so, wie ich es mir vorgestellt hatte. Hab Geduld. Mirabeau wird sie schon überreden. Glaubst du wirklich, wir können ihn finden? Nach all dieser Zeit? Er kann nicht immer Glück haben. François Germain glaubte, dass Lafreniere... François Germain? Ja. Wo ist er? Sein Geschäft ist auf der Rue Saint-Antoine. Warum? Was zum... Elise! Freiheit Ihnen! Was hast du denn vor? Schon auf! Haltet ihn! Hurensohn! Ich bleib an dir dran! Elise! Ach, ein andermal, Leute. Ich habe jetzt keine Zeit. Ich muss hinter dir her. Ach, Freunde. So. Ich bitte um Verzeihung. Hat mich die doch abgehängt. Ey, ich werd wahnsinnig. Wo ist sie da hinten? Mon Dieu, ich steh vor einem Tannenbaum. Oh. Ey, das Mädchen hat mich abgehängt. Lauf hinterher, Junge. Wo willst du denn hin? Alter. Lauf doch. Oh Gott. Wo willst du denn hin? Ja, das frage ich mich auch, wo will er denn hin, ey? So, wo ist Mutti?
Ah, oh, ich werd wahnsinnig. Er hatte mich abgehängt. Ich werd kaputt. Was sollte das denn? Arnaud. François Germain war Adjutant meines Vaters. Was? Er wurde aus dem Orden verstoßen, als ich klein war. Ich glaube, es ging um ketzerische Ansichten oder Jacques de Molay, ich weiß es nicht mehr genau. Doch er sollte tot sein. Er starb vor Jahren. Das hat ihm wohl keiner gesagt. Ich würde ihm liebend gern ein paar Fragen stellen. So wie ich. Nicht abhängen lassen. Leer. Nach oben. Dort war seine Werkstatt. Dann los. Vielleicht war es nicht derselbe Germain. Groß, graues Haar, verschiedenfarbige Augen. Nun, dann war es vielleicht doch derselbe Germain. Ist wohl niemand daheim. Elise. Sag es nicht. Eine Falle? Eine Falle. Seht, wer da ist. Tötet sie! Okay. Nun, das war äußerst belebend. Genau wie damals in Marseille. Nur dieses Mal ein bisschen blutiger. Hier gibt es nichts. Er muss gewusst haben, dass er auffliegt. Dann ist er wieder entwischt. Vielleicht nicht. Suchen wir weiter. Verschlossen. Vielleicht könnten wir anklopfen. Jetzt weiß ich auch, warum das nicht zur offiziellen Führung gehört. Arnaud. Schau. Das ist er. Er hat meinen Vater getötet. Sagen wir es Mirabeau. So schnell. Ich übernehme das. Triff mich bei Mirabeaus Anwesen. Bleib unten. Kannst du sie sehen? In den Fenstern, auf der anderen Seite. Da drüben. Da noch. Okay. Novize, hier ist Bishop. Hörst du mich? Das war verdammt gute Arbeit. Du hast ihn. François Thomas Germain. Großmeister der Templer und ein Weiser dazu. Soweit wir wissen, ist er der zweite Weise, der den höchsten Rang der Templer bekleidet. Ein beunruhigender Trend. Bleib bei Arnaud, bis wir mehr über diesen Germain wissen.
Er könnte den Großmeister überlebt haben und uns zu seiner Leiche führen. Bishop out. Okay, wir machen eine Schnellreise hierhin einfach. Im Gedanken versunken. So, hier soll es sein. Da drin, okay. Treffen mit Mirabeau. Ich würde mal sagen, das was machen wir mal schön in der nächsten Session. Ja, und dann schauen wir uns das mal an. Ja, okay, bis dann, ciao.